Jo Leute, und damit doch erstmal ein herzliches Willkommen zu Die Schlacht um Mittelerde 1 mit der Idane-Mod. Ja, lange hat's gedauert, aber jetzt starten wir rein in den zweiten Durchlauf. Und zwar haben wir ja die gute Kampagne abgeschlossen und jetzt starten wir die böse Kampagne. Ich bin gespannt, ob alles funktioniert. Ich habe die Mod auf jeden Fall frisch installiert, im Gefecht mal getestet, da lief eigentlich alles. Ich bin gespannt, ich bin richtig gespannt. Ich kenne ja die Idane-Mod von Schlacht um Mittelerde 2. Die vom ersten habe ich noch nie gespielt. Ich, habe hohe Erwartungen. ja, jetzt ist die Frage. Wir haben ja vorher auf schwer gespielt. Die Idane-Mod habe ich aber noch nie gespielt. Und im zweiten Teil habe ich in der Idane-Mod immer richtig auf den Sack bekommen. Ich glaube, Mittel, das sind wir ganz gut mit beraten. Okay, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie es geschafft haben, die Kampagne hier einzubinden. Schauen wir mal. Der dunkle Herrscher Sauron muss den einen Ring zurückgewinnen. Mit seiner Macht wird er ganz Mittelerde unterwerfen. Nur Gondor steht noch zwischen Mordor und dem Rest Mittelerdes. Wenn Gondor fällt, gehört ganz Mittelerde Sauron. Rohan ist das Land der Pferdeherren. Doch schon bald wird die Riddermark einem neuen Meister gehorchen. Oh, die Synchro auch, ne? Oh, ich lieb's. Ich bin schon wieder richtig drin. Okay, wir starten mit Isengard. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Isengard, der einstige Verbündete Gondors, gehorcht nun einem neuen Herrn, dem dunklen Herrscher Sauron. Warte mal. Ja, eine Armee, die Mordors. Nee, ich glaub nicht, oder? Es gibt viel zu tun. Nährt unsere Schmieden mit dem Holz aus den Wäldern Fangorns. Wir brauchen Brennholz, um eine mächtige Armee zu erschaffen. Sah grad ein bisschen so aus, als hätten die einen Reskin. Oh, warte mal. Oh, ich erkenne ein Problem. Oh, ich erkenne ein Riesenproblem. Okay, ich glaube, ich muss mich nochmal kurz ausklinken. Die Kamera ist nämlich auf das hier beschränkt. Und so kann ich definitiv kein Schlacht um Mittelerde spielen. Ganz kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. Okay, da sind wir wieder. Ihr merkt schon, es hat sich nicht wirklich was getan. Holz aus den Wäldern Fangorns. Wir brauchen Brennholz, um eine mächtige Armee zu erschaffen. Ich lasse den guten Mann mal ausreden. Ja, ich weiß nicht genau, was das Problem ist, aber irgendwie in der Isengard-Map hier in der Kampagnenmission kann ich das irgendwie nicht umstellen. Aber im Gefecht auf den anderen Maps, da sollte es eigentlich nochmal rausgezoomt sein. Ich bin gespannt. Naja, irgendwas ist ja immer. Okay, was sollen wir denn so Schönes machen? Fälle die Bäume Isengards, um Bauplätze für Gebäude freizulegen. Züchte 100 Uruks. 16 Gebäude bauen, Saruman Rang 2. 100 Uruks am Ende des Levels, das sollte eigentlich drin sein. Was haben wir denn so an Fähigkeiten? Da ist ja bestimmt auch einiges Neues dazugekommen. Landtiervision, das ist das gleiche wie vorher. Kriegsgesang, okay, hat einfach bloß ein anderes Bild. Was haben wir hier? Auge Saurons. Verwüstung, Bäume zu Rohstoffen. Okay, ist mehr oder weniger. Mehr oder weniger das gleiche, ich glaube. Ist sogar 1:1 das gleiche, ne? Okay, die haben wirklich nur einen Reskin bekommen, die Fähigkeiten. Aber es ist halb so wild, passt schon. Ich würde sagen, den Kriegsgesang, der ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Saruman, du kannst mal nach vorne. Gebäudefundament entdeckt. Los, bauen wir ein Gebäude. Und da können wir die erste Urukgrube bauen. Boah, das ist aber auch wirklich nah rangezoomt, ne? Also ich hoffe wirklich, dass das... Überlasst sie mir. Eine neue das nicht Ordnung. Lauf doch nicht weg. Und ist der Ring der Macht gefunden worden.
Okay. Ist okay, Saruman. Boah, ich glaube, ich muss die Sprecher mal ein bisschen runterstellen. Die sind in der Mod irgendwie wesentlich lauter als so. Okay, wir können die ersten Uruks machen. Was haben wir denn jetzt Schönes? Ein paar Armbrustschützen, die normalen Urukai. Erstmal die Standardeinheiten. Ich bin gespannt, wie sich die Einheiten unterscheiden. Ob es groß was Neues gibt. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt neue Helden. Unter anderem Ugluk, hier diesen Anführer aus Die Zwei Türme. Der da von den Speeren rumrennt. Naja, Speer nicht, das war ja Shaku. Ja, ich glaube, ihr wisst, wen ich meine, ne? Dieser fette Uruk da, der halt Merry und Pippin mit entführt hat. Ihr dürft gerne auch arbeiten. Andi, Arbeit! Ja, das sind wirklich verdammt viele Holzfäller, holy shit. Hatte man schon immer so viele Holzfäller hier? Hier auch noch so viele. Los! Macht euch nützlich! Ihr Hunde! Ja, wenn man so nah ranzoomt, sind die tatsächlich relativ groß. Ach du Scheiße. Okay, Saruman. Ich habe einen Auftrag für dich. Die Jungs, geht mal bitte nach oben. Ihr sollt arbeiten. Okay, neue Uruks. Ich bräuchte jetzt wirklich das Feuerpfeil-Upgrade eigentlich für die Ents. Hey, die machen nichts. Die weigern sich zu arbeiten. Guckt euch das an. Oh Gott, die kommen rein. Jungs! Schießt! Scheiße, ich hab den Feuerball noch nicht. Saruman! Auf! Die ganzen Arbeiter. Ach du Scheiße. Okay, die... Ach du, hallo! Also die kloppen die Ents ja richtig weg, what the fuck? Hat er eigentlich noch andere Fähigkeiten? Sag mal, man setzt seine ganze Macht ein, um seine Feinde zu zerschmettern. Die Fähigkeit kenne ich, glaube ich, nicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Lange nicht mehr Isengard gespielt im ersten Teil. Ich glaube, die Fähigkeiten sind mehr oder weniger gleich und haben alle nur so ein Reskin. Elbenkrieger? Komm, Saruman, jetzt aber. Jungs, haltet euch mal zurück. Saruman muss leveln. Eine neue Macht erhebt sich. Und ihr Sieg ist nahe. Erneut steigt Rauch auf über dem Schicksalsberg. Erneut steigt Rauch auf über dem Schicksalsberg. Ach, richtig, das muss ich ja so machen. Ja, ist ein Weilchen her, das Let's Play. Okay, jetzt könnt ihr ihn mal unterstützen. Nicht, dass der noch drauf geht. Oh, der kloppt die eigentlich auch alleine ganz gut weg. Feuerball! Alter. Ey, mit denen will man nicht tauschen in der Situation. Okay, was haben wir denn? 16 Gebäude brauche ich noch. Ja. Ihr müsstet wirklich mal arbeiten. Hier stehen immer noch welche rum. Zack, zack! Saruman, der hat gerade Spaß. Der hat die Zeit seines Lebens hier. Oh, die rotzen mir aber hier die Uruks weg. Das ist... treffen die nicht, oder was? Nee, die schießen gar nicht. Ey, Jungs, ihr werdet abgeknallt. Merkt ihr euch? Weißt du, wie die Orks zum ersten Mal das Licht der Welt erblickten? Nieder mit den Elben! Okay, ich glaube, ich stelle die mal runter von den Mauern. Die sind gerade irgendwie ein bisschen lost. Du weißt, wovon ich spreche. Was soll denn das heißen, Saruman? Jetzt wird man hier noch von Saruman gedisst, ey. So weit ist es schon gekommen. So, komm, rotz sie mal weg. Je! Ist das nicht so? Ist das nicht so? Ist es nicht so? Ich kann noch ein paar mehr Uruks machen. Legen die mir jetzt eigentlich bald mal einen neuen Bauplatz frei? Also, Zeit wird's. Wir haben eigentlich genug Arbeit. Das sollte eigentlich schneller gehen. Das heißt, wenn sie mal was machen würden. Hallo. Arbeiten.
Ihr wird nicht gefaulenzt. Oh, oh, oh. Hallo. Sauberer Feuerball. Oh, oh, das war ungünstig jetzt. Okay, die muss ich schützen. Die sind Stufe 2. Stellt euch mal nach ganz hinten. Neuer Bauplatz. Ah, ich kann bloß Urukrume und Sägewerke machen, ne? Ah, es ist belastend. Okay, keine Upgrades diese Runde. Teufelein. Herr von Mordor hält sich in seiner Festung versteckt. Oh, die haben aber einen Reskin bekommen, oder? Die sehen anders aus, definitiv. Holen wir mal ein paar Nahkämpfer. Komm, Saruman, klopp sie weg. Oh, Alter, beide Trupps. Jo. Überhaupt nicht OP oder so. Du Scheiße. Ist das Spiel irgendwie ein bisschen laut? Ich meine, für mich hört sich's eigentlich ganz okay an. Aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich bin ein bisschen leiser im Vergleich. Aber eigentlich sollte das Spiel sich runterpegeln, sobald ich rede. Von daher, ich höre ja nur, wie es generell sich anhört. Ich höre nur das Desktop-Audio. Das sollte eigentlich hinhauen. Bolzen einlegen. Das Schlimme ist, ich kann nicht mal euch fragen, weil ich werde wahrscheinlich wieder einen Haufen vorproduzieren gerade. Weil zurzeit laufen noch die letzten Folgen von Total War Rome aus. Beziehungsweise bin ich dann noch gar nicht komplett durch mit Aufnehmen. Von daher wird hier wieder sehr, sehr viel vorproduziert sein. Einfach damit ich genug Content habe für die folgenden Tage. Ich würde schon ganz gerne es immer hinkriegen, ein Video pro Tag zu releasen, aber ja. Manchmal schwierig mit Vollzeit. Ach du. Oh. Oh, oh, oh. Saruman? Stellt euch mal auf. Schön in Blockformation. Ein alter Freund. Alter, das sind viele Rohirrim. Ich habe keine Speerträger. Warte mal, euch habe ich. Kommt mal runter hier. Oder sonst habe ich keine Speerträger mehr? Ah, die wurden bestimmt von den Elben abgeschossen. Ein Skandal. Ich brauche noch mehr Bogenschützen. Wir haben einen guten Bauplatz gefunden. 16 Gebäude. Wie soll ich denn 16 Gebäude bauen? Die brauchen viel zu lang. Wenn ich wenigstens sehen würde, wie viele ich schon habe. Warte mal, regenerieren die sich mit der Zeit? Das waren doch vorhin nur 3 Leute. Sehr heftig. Wusste ich nicht. Ja, die greifen aber auch nicht an, ne? Die chillen da jetzt. Aber ich glaube, wenn ich die besiegt habe, ist die Mission vorbei. Und ich hätte schon ganz gerne die Bonusziele. Okay, wir haben jetzt aber Kommandeurs Limit. Ich verteile die mal ein bisschen, vielleicht hilft's ja. Los, Jungs! Ich brauche noch mehr Gebäude. Ja, aber jetzt zu warten, bis die Gebäude... Ach komm. Komm, wir stürmen einfach. Blockformation! Der Herr von Mordor hält sich hinter der Festung versteckt und sieht alles. Nicht der Wind der Macht hat so gefunden. Saruman, hau sie weg! Jawoll! Und ein Feuerball hinterher. Ich habe keine
Verwendung dafür. Angriff! Alle Mann rein! Der Herr von Mordor hält sich unter der Festung versteckt. Oh, Saruman, pass auf! Wir haben genug Leute für ein neues Gebäude gestellt. Die Welt ist im Wandel. Erneut steigt Rauch auf und wird schließlich zu Ende. Möge alle Welt die Dunkelheit fürchten. Okay, da haben wir den Sieg. Da stehen sie, die Horden Isengards. Bereit, um auf die Welt losgelassen zu werden. Ja, okay, ich glaube, das Ziel mit den Gebäuden haben wir leider nicht erreicht. Wie sieht's denn aus? Das mit den 100 Uruks, das haben wir. Easy peasy. Ist halt ärgerlich, aber wozu soll ich jetzt hier die ganze Zeit warten, ganz ehrlich? Es bringt mir ja sowieso nichts außer Punkte und, sind wir ganz ehrlich, Punkte, da bin ich raus. Okay, wir haben 50 Kommandopunkte bekommen und 2 Spezialfähigkeiten. Hat's euch doch gelohnt. Dann können wir in der nächsten Mission auf jeden Fall gut unsere Einheiten upgraden. Aber gut, Freunde. Das soll's fürs Erste gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Fangorn soll brennen, um Isengards Schmieden zu befeuern. Danke, Saruman. Lass mich bitte ausreden. Ja, das nächste Mal geht's nach Fangorn. Wie auch immer, jetzt hat er mich voll aus dem Konzept gebracht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.